Hallo Walter, wir unterhalten uns heute über die EMs, also die sogenannten effektiven Mikroorganismen. Und es ist ein Japaner, Professor Higa, der diesen Begriff überhaupt gebildet hat. Und er war ursprünglich Gartenbauprofessor. Ja, ist er noch? Ganz alt ist er schon. Und ja, Ende der 90er Jahre hat mir jemand ein Büchlein von diesem Teruo Higa in die Hand gedrückt mit dem Titel Eine Revolution zur Rettung der Erde. Nicht? Titel fand ich merkwürdig. Habe es gelesen und er beschreibt dort eine Mischung von positiven Mikroorganismen, welche bei der Pflanzenentwicklung so effektiv ist, diese Mischung, dass man auf chemische Düngemittel komplett verzichten kann. Und er beschreibt, dass wenn das weltweit gemacht werden würde, nicht, wird diese Erde ungeheuer wieder aufatmen. Also sehr idealistisch. Ja. Und wenn wir das anschauen, wie können wir uns vorstellen, dass diese winzig kleinen Lebewesen, Organismen arbeiten? Ja, sie sind so klein, dass wir uns sie gar nicht vorstellen können. In einen Kubikmillimeter passen etwa 1 Milliarde lebender Organismen, Lebewesen. Und bei ihren Lebens- und Verdauungsvorgängen scheiden sie große Mengen von Nährstoffen aus, hauptsächlich Aminosäuren, organische Säuren und Vitamine. Und es sind Keime, die so alt sind wie diese Erde. Es sind Urkeime, die evolutionär an allen Lebensprozessen beteiligt waren und sind. Sie stabilisieren das Leben, schaffen einen gleichmäßigen Zustand, ein Gleichgewicht. Sie ordnen das Leben und beschützen es seit Millionen Jahren, indem sie zum Beispiel Fäulnisbakterien, Pilze, schädliche Pilze abtöten und Entzündungsprozesse im Lebewesen hemmen und beenden. Lebewesen, kleine, die im Urschlamm enthalten sind, nicht? Kann man so sagen? Man kann sich das vorstellen, ja? Und die das Leben begleitet haben auf den Stufen der Evolution bis heute zu uns Menschen, die wir uns ja für die Schöpfung, ja, für die Krone dieser Schöpfung halten. Die Entdeckung von Professor Higa bezog sich zuerst auf die Pflanzen, entdeckt, dass das nicht nur die Pflanzen sind, sondern dass auch Urkeime damit gesund werden und bleiben, also auch bei Menschen anwenden. Ja, diese Entdeckung konnte man 1:1 von den Pflanzen auf die Menschen übertragen. Und so kam dieses neue Wissen über die biologische Landwirtschaft, die es als erstes angewandt hat, hin zu uns Menschen, die wir ja auch gesund bleiben oder gesund werden wollen. Und wenn ich jetzt von diesem EM zeig's mal hier. Zu mir nehme täglich, was täglich effektive, also das ist ein von, Schnapsgläschen, zwei Schnapsgläschen pro Tag. Oder hier, ich nehme hier, am besten nehmen wir hier den Deckel. Du nimmst es auch ohne Wasser. Ah, ich nehme das immer mit Wasser. Ach, es schmeckt ja schon etwas gewöhnungsbedürftig, nicht so nach Kompost. Aber so zwei am Tag und reicht vollkommen. Ja, es ist wirklich, es riecht gärend. Kubikmillimeter, 1 Milliarde und jetzt habe ich so, also es ist eine unglaubliche Menge. Und diese kleinen Beißerchen da drin, die schließen zuerst die Nahrung im Verdauungskanal auf und dabei produzieren sie Hefe. Verschiedene, ganz viele Hefesorten und bekämpfen die Fäulnisbakterien, die ausbreitenden Pilze und sorgen für eine ganz große Körperhygiene. Und beim Toilettengang macht sich das ganz deutlich bemerkbar, denn die Geruchsausscheidungen bei Menschen verändern sich drastisch ins Positive. Durchfälle verschwinden generell und überhaupt, es stinkt nichts mehr.
Und sie vermehren sich explosionsartig dort, wo Fäulnis oder sonstige Keime sind, die das Lebensgleichgewicht bedrohen. Und dies ist hauptsächlich im Magen und im geschädigten Darm. Und dieser Darm wird von den EMs, die marschieren dann los, der wird regelrecht durchforstet und durchwühlt, weil diese Fäulnispartikel ja Nahrung sind für sie. Sie werden aufgefressen und die Ausscheidungen sind dann Vitamine, Aminosäuren und alles, was wir brauchen. Also er sortiert ganz fein. Schluckt den Müll und scheidet Vitamine, Aminosäuren und alle wertvollen Stoffe aus, die wir brauchen. Und es sind zwei Typen, den Zymogenen, das sind Hefen, und es sind anaerobe Bakterienstämme, die da zusammenarbeiten. Und dadurch bilden sich zellverfügbare Vitamine und Antioxidantien. Und dies ist natürlich, was den Menschen betrifft, schon eine medizinische Sensation. Und zusammen mit anderen Komponenten wie natürlichem Kalzium, natürlichem Magnesium, Degalactose und Chlorella, die entgiftet, ist das der Schlüssel zur tatsächlichen Gesundheit. Ja, und natürlich kommt da gerne der Tipp wieder zu einem PDF, grundsätzliches der Selbsthilfegruppe. Der Mitglied unserer Selbsthilfegruppe ist, wer diese vier Seiten gelesen hat, der sieht auch die Verursachung des Darmdilemmas bis hin zu den neuartigen sogenannten Killerbakterien, denen kein Antibiotika mehr gewachsen ist, weil der Mensch immer mehr antibiotikaresistent wird. Nicht mehr als 90% unserer Nahrungsmittel werden sterilisiert, pasteurisiert, entkeimt durch Erhitzung. Die chemischen Beigaben verändern das Lebensmittel, es wird bestrahlt, es wird elektromagnetisch behandelt. Nicht? Dank der Höchstmengenverordnung darf unserem Brot über 1000 Chemikalien zugefügt werden, ohne deklariert werden zu müssen. Und die gelten als nicht zugesetzt, weil sie eine gewisse Menge pro Kilogramm Teig nicht überschreiten. Nicht? Das Trinkwasser wird mit Fluor, mit Chlor, mit Giften versetzt, Düngemittel. Also es ist entsetzlich. Es wird also diese Verunreinigung, die wir zu uns nehmen, per Essen, versucht zu entwirren. Und am besten isst man natürlich bewusst. Aber diese Umwandlung geschieht im Darm. Also die Darmsanierung, würdest du sagen, würde dringend mit diesem Produkt beginnen? Oder mit Calcium mit eigentlich. Calcium. Alles also alles natürlich, beginnt, alles. Natürlich mal abgesehen vom Calcium und Magnesium. Alles also das beginnt setzen mit wir Calcium, immer als Basis. Weil die Körperflüssigkeiten, wenn die nicht leicht alkalisch sind, dann. Und natürlich das Wasser. Das Wasser. Und dann ist eben für den Darmbereich außer Weihrauchmyrrhe. Oben auf der Liste. Diese Mikroorganismen, ist eben erste Priorität. Aber ich möchte noch einmal auf diesen Text, die Mutter aller Krankheiten, der durchlässige Darm, noch einmal hinweisen. Ja. Es ist so grundsätzlich diese Magen-Darm-Katastrophe. Und hier ist ein Mediziner, der das ganz kurz erläutert. Also man sollte sich da über unsere Selbsthilfegruppe schlau machen, was dieses bedeutet. Und in dieser Flasche ist natürlich kein Geheimnis. Die Tierchen brauchen Futter. Die soll ein Jahr halten. Und was sie am liebsten noch zu sich nehmen, ist Zuckerrohr. Melasse. Ist Melasse. Ja. Und wird die Flasche gut gekühlt aufbewahrt, leben die auch noch 3 Monate länger, also bis sie das alles aufgegessen haben. Dann sollte die Flasche leer getrunken sein, aber ich denke, solange steht sie nicht im Kühlschrank. Es gibt also viele Anbieter, die machen viele, viele Worte um ihren Inhalt und geben eigentlich gar nicht bekannt.
was drin ist und welche Bakterien drin sind. Und sie nennen nur wenige Komponenten. Und ein Anbieter, bei dem kostet das EM das Dreifache, wie jetzt bei Cellavita. Der will wohl über den Preis eine besondere Qualität suggerieren. Also das soll man als Anwender genau hinsehen. Nicht, dass diese Produkte schlecht wären, aber die Devise muss einfach heißen, maximale Transparenz und also, einen fairen Preis. Nicht? Also Fäkalienbakterien werden ja auch sehr oft gebraucht, also für so leckere Milchprodukte. Hat es das auch drin hier? Das hat es auch drin. Also die meisten EMs, wenn man sich bei schlau macht im Internet, sind nur für den Gartenbau und die Landwirtschaft zugelassen. Ganz wenige nur sind für den Menschen zugelassen. Ganz wenige, die angeboten werden. Darunter also diese EMs von Cellavita. Und hier sind 20 ganz genau definierte Stämme enthalten. Plus Schwarzkümmelsamen, plus Lingzi, plus OPCs. Und im Abspann sind diese Komponenten genau nachzulesen. Und wie ist Cellavita dazu gekommen, dieses komplexe Produkt eigentlich auf den Markt zu bringen? Ja, sehr sensibles Produkt, das ist richtig. Das haben wir dem Heilpraktiker Albert Hesse aus dem sauerländischen Wenden zu verdanken. Vor vielen Jahren, als ich auf der Suche war nach einem Therapiekonzept, das tatsächlich und nachweisbar hilft, bin ich auf ihn gestoßen. Und er kochte damals in seiner Doppelgarage die ersten EMs zusammen. Und da haben wir uns kennengelernt. Und da ich Higa gelesen hatte, war ich elektrisiert über diese Möglichkeit, den Menschen zu helfen mit diesen Urkeimen. Und seitdem arbeiten wir zusammen und auch in dieser Technologie arbeiten wir zusammen. Zwei solcher Verschlusskappen am Tag, etwa 15 Milliliter genügen. Und das sind etwa 15 Milliarden lebende Bakterien. 15 Milliliter, ja. Das ist schon ungeheuer. Und wie sie schmecken, darüber haben wir uns unterhalten. Ja. Etwas erdig, aber aus Erde sind wir ja alle geworden. Und ja, dann trinke ich noch eine Kappe, damit ich meine zwei habe. Hopp. Zum Wohl, zum Wohl. Zum Wohl. Urschlamm und Polyphenole. Brr, 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 brr. Dinosaurier.